Hallo Leute! Warum mache eigentlich immer ich die Begrüßung? Stimmt gar nicht, habe auch schon mal gemacht, ja. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zurück wieder zu Let's Play Together Minecraft. Mit Osi und Maxmann. Ich sehe das Ding nicht mehr. Alles klar bei dir? Ja, ich versuche das jetzt zu sehen, weil ich von Waypoint entfernt bin. Oh ja, Mann. 0,7 Meter. Und jetzt hör auch wieder auf rumzukacken. Wir müssen weitermachen und wollen heute auch noch mal ein kleines bisschen was Produktives schaffen. Echt? Ah, Mann, oh. Denn wir haben nämlich nicht mehr ganz so viel Zeit und wir müssen ja noch vorproduzieren für meinen Urlaub. Nein. Weil ich zur Zeit dieser Ausstrahlung, dieser Aufnahme auch immer noch auf Mallorca bin. Mallorca. Ich bin der König von Mallorca. Bin der Prinz von Arena. Okay, geht wieder. So. Wird dunkel. Verdummt, es wird dunkel. So. Warum habe ich das gerade gemacht? Ich weiß es nicht, ich will auch gar nicht wissen. Ich lasse es einfach. Wir gehen pennen. Ich überlege mir kurz, aus welchem Material wir das Dach für unsere coole Bibliothek Zauberdings bloß machen. Und dann machen wir Arbeitsteilung. Ich gucke wegen Dach. Und ich mache den Keller. Den Keller machen wir ein andermal, würde ich sagen. Und du holst dir den ganzen Mosey-Cobblestone, den wir haben. Und wir wollen Keller machen. Du kannst dir schon mal einen Platz überlegen, wo der Keller reinkommen soll. Unter das Gebäude. Ja, aber wie man in den Keller kommen soll? Eine Treppe. Willst du die denn hier hin machen, die Treppe? Oder da? Da. Dann hol ich halt den Mosey-Cobblestone. Dann machen wir das Dach ein andermal. Mein Reden. Die ganze Zeit dachte ich dir, du hast nie auf mich. Scheiße, warum mach ich das so wieder hin? Und dann verstecken einen Eingang hinter den Regalen. Ja. Und diese Ebene sollte ja reichen, ne? Ja, noch ein bisschen tief. Noch ein bisschen? Ja. Ja, noch ein bisschen. Wieso? Weiß nicht, ansonsten kommt das ein bisschen uncool. Ich meine, da muss auch noch ein Nether-Portal mit rein, ne? Da wollen wir uns auf jeden Fall so einen kleinen Nether-Keller machen, den wir dann nachher, denke ich mal, mit Nether-Bricks und so ausschmücken, ne? Oder? Ja. Alter Scheiße, ich haben ja viele Druckplatten und haben ja viele Holzstufen gemacht. Warum? Weiß ich nicht. Warum? Weil ich dumm bin, Mann. Warum? Okay, Maxman, ab sofort haben wir 12 Druckplatten. Wir bauen uns ab sofort nie wieder Druckplatten, weil wir genug Druckplatten haben, okay? Holz oder Stein? Holz. Oh. 12. Kann ich wirklich einen Stein machen? Warum? Das kann ich den Monster, glaube ich, nicht auslösen. Nee, das stimmt. Aber Holzdruckplatten kann man ja auch manchmal zum Bauen benutzen, ne? Na gut. So, ich wollte Treppen haben. Und ich wollte mal die Cobblestone holen. Und neue Spitzhacke. Die Cobblestone. Alter, wir haben richtig viel. Wir können mal so eine richtige Ruine da drauf bauen. Und? Genau. Ja, genau, bau dir eine neue Spitzhacke. Ich würde eigentlich doch alles. Machen wir Nether Treppen mal her später? Ja. Dann mache ich erstmal rein provisorisch schwächer aus. Holz. Oder Stein. Auch Stein, weil Holz ist wertvoller. Okay, ich mach das. So. Hier kommt der Cobblestone wieder weg. Kommt hier wieder ein bisschen bemooster Stein rein. Wer hat denn Texture? Was hab ich falsch gemacht? Was denn? Ich hab irgendwas falsch gemacht. Ja, du hast normalen Stein, da muss man Pflasterstein für nehmen. Oder so ein Brickstein. Nichts funktioniert, wie es soll. Nichts funktioniert, Tamso, dies, das. Sabine, diese eher. Hey, was halte ich für ein Gerücht? So. Ja, ein bisschen älter sieht das hier schon aus. Ein bisschen bemoos. Junge. Junge. So, da muss ein bisschen Moos hin. Da muss ein bisschen Moos hin. Oh, schon wieder. Wir sollten das zubauen, das Loch. Da. Ja, machen wir vielleicht später. Aber ich finde es auch immer cool, wenn das alles noch ein bisschen natürlich ist. Da muss ein bisschen Moos hin. Noch damals ein bisschen was. Geht nicht, kann ich auch so machen. Ey, ich finde das hier schöner.
Sieht ein bisschen älter aus, aber chillig irgendwie. Irgendwie chillig. Weiß auch nicht. So, weiter geht's. Hier kommt noch einer hin. Und ich werde auch schon mal bei den Rindern schauen, ob die Bock haben auf Liebe machen. Boah, ich höre mich gerade so scheiße an. Ne? Ja. Das ist schlimm. Entschuldigung, Leute. Wie gesagt, ich bin immer noch sehr erkältet. Immer alles auf die Erkältung schieben. Ist so. Wir müssen übrigens noch. Vielleicht hat die ja auch Gefühle. Bestimmt weniger als ich. So, reicht. Und das reicht auf der Titel so? Ja. Okay. Mach ihn ruhig schön groß. Oder? Ja, doch. Unsere Schafe kann ich gleich ruhig auch mal vermehren, oder? Ja, eigentlich schon. Okay. Wir haben nämlich irgendwie nur so wenig Schafe, das tut mir ein bisschen leid, weil Wolle braucht man natürlich auch. Irgendwann. Oh, du kriegst doch was. Ey, ich hatte alle meine Level ausgegeben, ich hab schon wieder drei. Wow, drei Level haben wir, der Bambu ist der. Der Ozzy, so ein Babu, er hat drei Level. So. Immer einen kleinen Abstecher zu den Hühnchen machen. Okay, kommt nichts aus den Eiern raus. Blacksman, du bist schon wieder so gesprächig heute. Ja, ich bin gerade am Arbeiten. Ja, ich weiß. Oder wenn du arbeitest, hast du immer. No Lust zu reden. Ja. Kohle, 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 Kohle. Ich gebe dir den Tipp, setz mal eine Fackel, weil auf YouTube ist das alles noch ein Ticken dunkler. Kann auch leer ist. Oh ja, du. Das wird da später dann sowieso alles. Der Boden vielleicht Netherrack und die Wände vielleicht Netherziegel. Oder Netherquarz. Oder Netherquarz und noch einen Quarz vielleicht machen. Weiß nicht, es wird cool auf jeden Fall. Aber Quarz ist leider immer, dafür muss man richtig, richtig viel farmen. Um da erstmal ein bisschen was zu bekommen. So, ich mache jetzt das Dach. Ich habe die Schnauze voll. Das ist scheiße auf so einem Dach. Ossi wird wütend. Das und Dach ich nehme die allseits beliebten Stone Brick Slabs. Davon haben wir noch ein paar, davon haben wir noch ein paar. Der Name ist eindeutig zu lang. Ich beantrage einen kürzeren. Ziegelsteinstufen. Besser? Oder zu lang. Ziegelstufen. Ziehsteilstuhl. Strava. Strabacher. Strabacher. Cool, Strabacher. So. Irgendwer hat bestimmt auch eine Abkürzung für alles geben. Bestimmt auch für YOLO und sowas. Ja, YOLO ist ja nur noch J und immer wenn dann jemand J sagt. J? YOLO? Eine Abkürzung für YOLO wäre zu geil. Ja. Bin völlig dafür. Ja. Sollten wir hier im Bundestag einreichen? Alles klar. So. Jetzt dürfte ich erst noch schon mal genug haben. Nein, das ist fertig. Dann mache ich erstmal die Türme. Hey, irgendwie ist sie geil. So. Nächstes Mal hat gerade schon wieder das komische Genick. Ich weiß schon wieder nicht. Ich hab gegeben, weil ich müde bin. Achso. So. Reicht die Größe oder breiter? Also von der Länge würde ich sagen, es reicht, ne? Warte. Breiter. Ja, aber von der Länge reicht es. Von der Länge reicht es, allerdings muss es breiter und entweder tiefer oder höher. Also es muss eine höhere Deckenhöhe haben. Hättest du mir nicht vorher sagen können, bevor ich meine ganzen Stufen nach oben weiter. Ja, einen nach oben und einen nach unten vielleicht, dann haben wir die ideale Höhe. Ansonsten kann ich dir gleich helfen, weil ich möchte jetzt gerne erstmal das Dach machen. Ich hol neue Stufen hol ich. Ja, das tust du. Na 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 na. Ja, Maxwell, alles gut. Alles wird gut, alles wird gut. Der Arzt ist mein Schlafschlecht. So, lassen die mich durch, ich könnte Arzt sein. Das musst du doch lauter sagen, sonst verstehen es deine Zuschauer nicht. Ja, und Ossi fällt da bestimmt gleich runter. Wo denn? Da oben. Ich bin gerade runtergefallen, du blöd Arsch. Das war so ein richtiger Epic Moment.
musst ganz genau das Paket. Du fällst immer überall runter. Lässt immer Sachen auf andere rauffallen. Ja. Wie breit soll es denn werden? Ich sag einfach mal. Mach mal breit, bisschen breit, also auf jeden Fall. Drei Blöcke mehr. Warte. Ja. Und auf jeden Fall wesentlich höher. Ich muss mir ja schon wieder so ein komisches Gerüst bauen, damit ich hier ein bisschen rum. Kraxeln? Was? Okay, falsch. Kraxeln? Das ist ein lustiges Wort irgendwie. Ich feier das. Ich weiß auch nicht, irgendwie klingt das seltsam. Kraxeln. Genauso wie gucken mit K. Ja, gucken mit K ist was Seltsames. Ja, aber es ist richtig. So. So hab ich. Wir können über ein neues Thema mal reden. Über etwas ganz Besonderes. Und das wäre? Irgendwas Neues. Ja, da musst du aber auch was vorschlagen. Ja, ich überlege ja noch. Was hältst du von Stein? Och, Max, man, Alter. Wer auf jeden Fall dieses Let's Play schon länger verfolgt, kann für diese dumme Annonce ja mal einen Daumen nach oben geben. Ich bin nicht like geil, aber mal ganz ehrlich, das ist so dumm. Das ist schon fast epic bei uns. Wow! Ich bin fast in so ein Ding reingefallen. Oder wie war das? Vielleicht weiß ich, wer das war. Irgendeiner hat das gesagt. Was denn? Scheiß auf die Wale, rettet die Steine. Ja. Wie können wir über Whale Wars reden? Whale Wars. Ich finde die spannend. Ey, sag mal, haben wir nicht schon mal über Whale Wars geredet? Nein, eigentlich. Okay, gut, dann lass über Whale Wars. Ich finde die Spacken so blöd. Jetzt ehrlich? Ja. Ich feier die. Ich finde die so dumm. Ich feier die. Naja, gut, manchmal sind sie besonders blau. Ist das feier ich. Weil D-Max kommt das da, ne? Ja, bei D-Max. Und der Helikopterpilot von Denver werft sie die Japaner mit Buttersäure, damit die stinken. Dabei laufen die ganze Zeit durch Waleingeweide. Yay! Das ist total genial. Ja, das stimmt. Wenn der Helikopterpilot der Not landen muss, weil er einen Heulkrampf hatte. Aber was denn? Das sind doch auch nur Menschen und die lieben nur mal Wale. Ja, schon, aber ich meine, da könnt ihr wenigstens was Effektives nehmen. Zum Beispiel? Blausäure. Dann nimm die Buttersäure. Oder Splittergranaten. Oder? Ja, aber nein, aber mal ehrlich, sollen die Wasserwerfer nehmen oder irgendwie sowas. Aber ich meine, Blausäure, die laufen durch Waleingeweide. Denen ist egal, ob die stinken oder nicht. Das stimmt allerdings. Denen ist das egal, ob die stinken. Dann nimm die Buttersäure und freuen sich. Die sind wie Gamer, denen ist es egal, ob sie stinken. Das war ein verdummtes Moment. Und dann können wir uns gleich mal über dieses Klischee unterhalten. Das wäre? Dass alle Ballerspieler Amokläufer sind. Boah. Ich würde sagen, das machen wir nächste Folge. Nein, bis dann habe ich das vergessen. Ich hab, genau, das war nämlich das, was ich überlegt habe, was wir anreden sollen. Maxman, ich schreibe mir das auf, weil das Problem ist, unsere Folge ist auch schon gleich vorbei. Ja, in einer Minute muss Ossi sowieso los. Ja, das ist das Problem. Dann wird die mal ein bisschen kürzer. Ja, leider. Oh, mein Spieltag ist kaputt, also können wir jetzt aufhören. Ja, aber wie weit bist du unten? Fast fertig. Ja, gut, der Keller sieht einigermaßen annehmbar aus. Wolltest du nicht annehmen, dort den drinnen bebauen? Ach, egal. Oh, was, wir haben keinen Cleanstone mehr? Doch. Das Ding lässt sich unten. Doch, hier haben wir noch ein bisschen. Ja, ich cheate ein bisschen. Ja, du bist ein ganz mieser Cheater, bist du. Hey. Hey, I just met Wurst. Wolltest du die Folge nicht beenden? Ja. Ja, sorry, Leute. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und tschö mit G. Auf Wiedersehen.